Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Little Nightmares 2 im inzwischen siebten Part. Der immer gleich war ziemlich spannend, denn ich habe das Gefühl, diese Hände werden uns gleich alle angreifen, weil ich wünschen so eine Hand gesehen habe, die hier oben gekraxelt ist. Warten wir es ab, gucken wir nach. Ups! Was habe ich gesagt? Nach 23 Sekunden. Okay. Wie werde ich diese Hand los? Okay, wie komme ich hier weiter? Das war knapp. Holy shit. Das ist Psycho. Kleine Hände, die einfach folgen. Hat jetzt als Kind noch kein... Oh, das ging kein hoch. Hatte ich zwar als Kind keine Angst vor. Aber es ist schon krank. Wird jemand noch verfolgt? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Trotzdem kein Risiko. Nee, ich bin hier nicht sicher. Ich bin hier nicht sicher. Wohin? Ich weiß es nicht. Ich muss hier weiter. Shit. Geht doch nicht. Im Ernst, wo muss ich jetzt hier weiter? Doch da oben. Ja, wäre das naheliegendste, oder? Hm. Okay. Will er nicht hoch. Doch, jetzt. Warum ist es manchmal so umständlich? Das verwirrt einen, dann ist man auf dem... Man denkt, man ist auf dem falschen Weg, obwohl man nicht auf dem richtigen ist. Oh, das ist eine Sicherung, die brauche ich. Oh, kann das Ding hier hoch? Ich glaube nicht. Kannst du bitte gehen? Gehen? Nee. Kannst bitte wegkrabbeln, danke. Hey, das hab ich gut gemacht. Und weg. Hey, das ist Six. Hallo, Six. Du spielst auch rum, oder? Und weiß ich, was du tun sollst. Komm mal mit hier. Kannst du dich nützlich machen hier. Also die schweren Aufgaben muss ich natürlich machen, ne? So. Hey, jetzt liegen hier zwei Sicherungen. Die erste. Wo kommt die zweite jetzt her? War da die da schon die ganze Zeit? Nimm die auf! Alter, heb die auf, Junge! Er hebt sie nicht auf. Er tut es nicht. Hebst du bitte diese Sicherung auf? Leute, warum hebt er sie nicht auf? Ich weiß es nicht. Ich hätte sie auch lieber hier reingetan. Ey, ist es wieder ein Bug, dass ich diese blöde Sicherung hier nicht aufnehmen kann, oder was ist das? Eine Scheiße. Wo ist hier hin? Hä? Gerade lag hier doch noch eine Sicherung. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Was ist das? Ich bin doch nicht bescheuert. Hier lag gerade noch eine verdammte Sicherung. Jetzt liegt sie hier nicht mehr. Ach, wisst ihr was? Ich nehme die Sicherung und tue sie da rein. Ich glaube, anders macht das keinen Sinn. Ich kann die noch mal rausnehmen, aber eigentlich müsste das ja gehen. Ich kann sie nicht mehr rausnehmen. Was ist? Doch, kann ich. Also mit der Steuerung müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, dass das
Feintuning besser läuft. Teilweise kann ich die Sachen nicht nehmen und die Befehle werden nicht so entgegengenommen, wie es eigentlich sein sollte. Naja, machen wir erstmal hier die Tür auf. Und holen wir uns die zweite Sicherung, um in den Fahrstuhl zu können. Gucken wir mal, ob das einfacher wird. Ich bezweifle eher, dass es schwerer wird. Gibt es auch wieder böse Hände, die mich töten wollen? Das sieht nach Strom aus hier nachher. Ich kann mal hier euch, hier läuft nach Strom durch. Oh, guck mal, ein elektrischer Stuhl, ey. Ja, warte mal. Kann ich da nicht rein? Nein, kann ich nur, glaube ich, da kann ich nur zurück. Und wie gesagt, ich finde irgendwie keine Hüte mehr. Ja, lass mich rein da. 26. Ich habe eine Errungenschaft bekommen, okay. Oh nee. Okay, das ist krank. Das Ding. Oh nee. Ja, die Angst vor der Dunkelheit. Ey, wie soll ich das denn bitte schön? Okay, das ist krank. Aber das ist richtig gruselig gemacht. Also Respekt an die Entwickler. Die Ideen sind richtig gut. Ah, verstehe. Ist aber das schwierig von der Steuerung her. Das mit Tastatur und Maus hinzukriegen. Meine Fresse. Ich dachte gerade, diese Puppe greift mich auch an, ey. Ich hoffe, diese Passage kommt nicht so oft, weil das ist mit den Pfeiltasten echt schwierig zu machen. Das geht auch wahrscheinlich mit Controller viel einfacher. Krank, eine Puppe, die einen nur im Wuppel angreift. Nämlich irgendwie ein bisschen Slenderman. Ist diese passive Aggressivität. Ey, das ist wieder so ein Vieh, das mich angreift, oder? Warum muss es in jedem verdammten Spiel... Oh, warte! Ah, guck mal! Das kann ich auch... Warum sagt man mir das nicht, dass ich mit Rechtsklick das und das auch machen kann? Boah, okay, das ist heftig. Das ist echt schwierig mit Tastatur und Maus. Nee, das muss ich mit den Pfeiltasten machen, anders wüsste ich es gar nicht. Boah, das ist so schwer. Angst vor der Dunkelheit. Hatte ich jetzt Kind Angst vor der Dunkelheit? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall vor Puppen, die mich angreifen, hatte, glaube ich, jedes Kind Angst. Ich versuch's nochmal mit der Maus.
Oh, ist das krank, ey. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich diese Folge nennen soll, ey. Huh. Ich hab Schiss, ich geb's zu, ich grusel mich. Das ist passiert selten in Horrorspielen bei mir tatsächlich. Weil ich schon ziemlich abgestumpft bin. Ich glaube, ich nenne die Folge das Krankenhaus der lebenden Puppen. Aber so langsam habe ich die Steuerung auch raus. Also das ist auf jeden Fall machbar mit Tastatur und Maus. Ist deutlich schwerer, stimmt schon, aber machbar. Und Alter, wäre ich schon vor, ich müsste hier hausen, ey. Und warum finde ich keinen Hut mehr, ey? Ich habe schon die alle vergessen, die es irgendwie gibt. Sind da einen? Ah, nee, nee, aber der geht's weiter. Moment, Moment mal, bevor ich da lang gehe, will ich schon gucken, was es hier gibt. Ah! Okay, vergiss es. Ich hab's vergessen. Ich geh hier lang. Ist mir scheißegal. Leute, überlegt mal, wie lange die Leute hier drin waren. Ich zähle dir jetzt nicht, aber das ist offenbar sehr, sehr lange. Was ist hier unter? Hier unten. Nichts, weil ich gerade gestorben bin. Ich dachte, da gibt es vielleicht irgendeinen geheimen Hut oder sowas. Ich will doch nur einen Hut. Ich will doch nur einen Hut. Aber der Schocker mit den Händen, der saß gerade. Ich gebe zu, das mit den Händen, das habe ich schon mal in irgendeinem Bild gesehen, in einer Steam-Beschreibung. Also das war für mich nicht gänzlich unbekannt. Aber ich wusste ja nicht, wann das kommt und in welchem Zug und alles. Dementsprechend, ich habe eine Idee. Nee, auch nicht. Die werfen das wieder hoch. Wollen sie nicht, die wollen nur mich haben. Die wollen mal zu knabbern. Ja, wie auch immer. Stell dir mal vor, die kommen auch garantiert hoch irgendwann, wenn man zu lange hier in dem Raum ist. Stell dir mal vor, du bist hier wochenlang eingesperrt. Mit ein bisschen Käse. Vor allem Käse bei Ratten. Die greifen dich doch garantiert an. Keine Hände? Ah, doch, jetzt. Oh shit. Okay, da muss ich doch wieder meine Taschen dabei einsetzen, um das zu schaffen. Oh, immer diese Try and Error Passagen. Also du kannst sie mit Licht tatsächlich wirklich ausschalten. Auch witzig, mit Licht ausschalten. Eigentlich schaltet man Licht auch ein. Nein! Ach komm! Kodierung überlastet. Am Arsch, ey. Solltet ihr irgendein Problem haben mit der Qualität, schreibt mir bitte in die Kommentare. Ich versuche das noch irgendwie zu ändern, aber auf meiner Aufnahme sieht das eigentlich ganz gut aus hier. Ich sehe das ja mal auf meinem zweiten Bildschirm, wie das aussieht. Ach komm, ich bin doch angeleuchtet, ey. Ich bräuchte vor allem nicht drei Hände, weil ich kann so lange meine Maus nicht bedienen, weil ich mit meinen Händen die Pfeiltasten auch noch nutzen muss. Ich muss WASD alle Pfeiltasten und die Maus benutzen. Das ist echt schwer. Jetzt
ist auch schon nicht mehr gruselig. Ist beim ersten Mal gruselig. Vielleicht auch beim zweiten Mal, aber spätestens beim. Nach dem dritten Mal ist es eher nervig, diese Twine-Ever-Passagen. Aber das ist leider in den meisten Horror-Games so, was einfach schade ist. Bin gespannt, wie viele Level es noch gibt. Mir ist ja jetzt auch schon bestimmt 4-5 Stunden an dem Spiel. Soll ja eigentlich ungefähr 6 Stunden gehen. Ja, ich glaube nicht. Komm, wir können doch bestimmt hochklettern. Ich glaube, hier bin ich sicher. Mach Licht an! Mach Licht an! Seife. Oh Gott, bück dich nach der Seife. Man kennt das Moment. Ah! Makaber im Knast. Man bückt sich nach der Seife und schon. Na, ihr wisst schon. Ich glaube, muss ich keinem sagen. Jeder kennt dieses Klischee. Wo ist Six eigentlich schon wieder? Warum begleitet ihr mich nicht und beschützt mich? Nicht überhaupt richtig. Warte mal, bevor ich jetzt hier weitergehe. Gibt's hier noch irgendwas? Ah, ich muss wahrscheinlich eine Seife hier ranwerfen, oder? Aber da es hier weiterzugehen scheint, ist das wohl ein Secret. Also gucken wir lieber erstmal nach dem Secret. Ah, ja, seht ihr? Seht ihr ein Secret? Kranke Kinder. Oh Gott, ja. Kranke Kindererrungenschaft bekommen. Hm. Ah, das ist ekelhaft, ey. Ist das ekelhaft. Naja, zumindest habe ich eine Errungenschaft bekommen, das ist die Hauptsache. Ich mag Errungenschaften. Wenn meine Steam-Freunde sehen, was ich alles erreicht habe. Gehen wir weiter. Greift mich das Ding an? Nein. Greift es mich gleich an? Bestimmt. Will ich, dass es mich angreift? Nein, will ich nicht! Muss ich da raufklettern? Wahrscheinlich. Weiß ich, was ich tun soll? Nein, ich weiß es nicht. Irgendwie muss ich die Tür aufkriegen. Frage ist nur wie. Irgendein Rätsel. Ja, wahrscheinlich, natürlich ist es ein Rätsel, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das lösen soll. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ja, das Offensichtliche wäre, glaube ich. Ja, ich muss durch das Fenster durch. Guck mal das. Auf der einen Seite ist keine Gitter. Das heißt, ich muss ihn irgendwie dahin hinschieben. Von hinten schieben vielleicht. Jetzt bräuchte ich Six. Hey, ich will Six rufen und er schüttelt nur mit dem Kopf, ey. Aber er bewegt sich nicht. Wie krieg ich. Okay, vielleicht muss ich irgendwas dagegen werfen. Vielleicht ein Stück Seife noch. Ich nehme nochmal ein Stück. Weil ich nicht wüsste warum, aber es. Die andere Idee habe ich gerade nicht. Wow. Wie war das mit 2,5D?
Alter. Ja, was sollte das auch bringen, ganz ehrlich? Oh, da tropft irgendwas. Ah, das hat damit nichts zu tun, glaube ich. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht. Kann ich irgendwie hoch? Warum kann ich da nicht raufklettern? Ja, Frage, warum sollte ich da raufklettern wollen? Warte, wenn ich das... Ah, ich habe eine Idee. Wenn ich mit der Seife genau dieses Ding da oben treffe, dann fällt er vielleicht raus. Nein. Wow. Die rutscht schon mal weit. Die einzige Idee, die ich noch habe, ist noch das Schwamm. Wenn das auch nicht ist, was ich irgendwie, wovon ich irgendwie ausgehe, dann wüsste ich gerade nicht, was ich noch machen soll. Nein. Nein. Warte, was ist, wenn ich den Strom wieder ausmache? Bewegt sich das Ding dann? Gucken wir mal nach. Bewegt sich das dann? Ah! Es bewegt sich. Okay, wir haben die Lösung gefunden. Oh, das ist fies gemacht. Okay, wenn wir jetzt irgendwie die Typen hier weglocken. Aber knapp du. Und jetzt? Da hoch. Ach komm! Ach komm! Das hätte doch. Das wäre doch so gegangen, ey. Ist doch ein Arsch, Alter. Immer weiß ich, was ich tun muss. Also bitte aufhören, mich so anzugucken. Du machst mir nämlich Angst. Ich weiß, es ist Sinn, das ist das, was du willst, aber das will ich eigentlich nicht. Okay. Und jetzt den Typen weglocken. Und dann da hoch. Weit weglocken.
Wie krieg ich das hin? Ich kam nicht hoch. Ich verstehe gerade nicht, wie ich das machen soll, bin ich ganz ehrlich. Wie krieg ich das hin? Ich hab eine Idee. Warum konnte er mich jetzt greifen im Licht? Kann man mir das mal bitte verraten? Ich weiß es nicht. Also ich will jetzt eigentlich das Rätsel noch in diesem Part lösen. Ich hab eine Idee. Nein, das macht keinen Sinn. Aber ich wüsste ganz ehrlich nicht, wie ich es sonst machen soll. Warte mal, jetzt habe ich eine Idee, wartet mal. Das wäre doch nicht die Idee überhaupt. Tada! Jetzt kannst du mir nämlich gar nichts mehr, du blöder Wichser. Hä? Haha. Und jetzt? Ja, warum kam ich da nicht gleich drauf, einfach das verdammte Ding wieder das verdammte Licht wieder anzumachen, ey. Meine Lösung liegt doch irgendwie auf der Hand. Das Ding ist neu gekommen, ist immer noch nicht weiter. Kann man den nicht auch irgendwie woanders hinschieben? Ne, ich kann die nur nach vorne oder nach hinten. So. Das hätte ich wahrscheinlich sogar im Dunkeln geschafft, ey. Ob es dafür eine spezielle Errungenschaft gibt, ich weiß es nicht. Aber wie es hier weitergeht, haben wir dann erst im nächsten Teil. Seid sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das war für mich ein sehr heftiger Part, muss ich sagen. Und ich bin gespannt, ob es noch heftiger wird. Wenn ihr das auch wissen wollt, schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein. Und ich würde sagen, bis dahin, Leute. Haut rein, ich bin der Bloodwork. Bis dann. Ciao.